Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, ein ungewöhnlicher Antrag hier im Parlament, weil er sich beruft auf das, was Fachleute sagen, der also im Grunde genommen wenig politische Implementation hat, außer die, dass wir uns als Politiker natürlich die Aufgabe gestellt haben, die besten Bedingungen für unsere Schülerinnen und Schüler herzustellen. Und so beziehe ich mich auf das, was wir in der Siegener Erklärung lesen können und auf das, was jetzt in der letzten Ausgabe einer großen Wochenzeitung zu lesen war. Und dort hört man überall, dass in einer Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung die Klage geführt wird über das mangelhafte Schriftbild von Schülern. Mehr als ein Drittel der Grundschulkinder haben demnach Probleme, eine lesbare Handschrift zu entwickeln. Und in den höheren Klassenstufen könnten nur 2 von 5 Jugendlichen 30 Minuten und länger beschwerdefrei schreiben. Also wer zum Beispiel Mühe mit dem Schreiben hat, kann bei Diktaten oder Aufsätzen nicht mithalten und handelt sich leichter Fehler ein. Er hat es auch schwerer beim Erstellen einer Vokabelliste oder beim Notieren von Hausarbeiten oder überhaupt beim Notieren von Dingen, die gesprochen werden und wichtig sind. Manche Schüler schreiben so undeutlich, dass sie noch nach ein paar Tagen ihre eigene Notiz nicht mehr entziffern können. Doch in den Lehrplänen spiele das Erlernen des Schreibens kaum noch eine Rolle, moniert der Verband Bildung und Erziehung. In der erwähnten Umfrage gaben rund 2/3 der Pädagogen an, dass in den Schulen zu wenig Zeit zum Üben sei und sie zu wenig Hilfestellungen bei der Vermittlung bekämen. Dabei ist es für die Schüler nicht nur wichtig, ihre Gedanken schnell und lesbar zu Papier bringen zu können. Die eigene Handschrift ist auch zeitlebens ein Abbild unserer Persönlichkeit. Das Erste, was viele Kinder lernen zu schreiben, ist der eigene Name. Später verbirgt die Unterschrift unsere Authentizität. Die Handschrift ist hier eine Spur, die in unser Inneres führt. Dazu braucht sie allerdings den Raum, sich zu entwickeln. In ihrem Kampf für die Handschrift bekommen die Pädagogen Unterstützung von Hirnforschern und Psychologen. Sie verweisen darauf, dass Kinder vor allem haptisch lernen und Buchstaben im wahrsten Sinne des Wortes erst einmal begreifen müssen. Verschiedene Studien zeigen, dass Kinder Buchstaben wie D und P oder B und Q, zumindest den ersten Bestandteil, leichter auseinanderhalten können, wenn sie diese mit der Hand schreiben, statt sie zu tippen. Kognitionsforscher erklären das damit, dass von Hand geschriebenes plurimodal, also auf mehreren Ebenen, gespeichert werde. Wenn das Gehirn die Bewegungen der Hand mit den erlernten Buchstaben verbindet, werden mehr und größere Netzwerke im Gehirn aktiviert als beim bloßen Tippen. Denn die Strichführung mit der Hand ist wesentlich anspruchsvoller als das Hämmern auf einer Tastatur. Handschrift erfordert größere feinmotorische Fertigkeiten und eine viel stärkere Differenzierung. Denn wir aktivieren beim Schreiben mit der Hand 12 Gehirnareale, die vernetzt und koordiniert werden müssen, und nehmen 17 Gelenke und 30 verschiedene Muskeln in Anspruch. Das Schreiben hilft uns dabei, unsere Gedanken beisammen zu halten. Dadurch prägen sich die unterschiedlichen Buchstabenformen dauerhaft ein. Die Handschrift nütze daher dem Schriftspracherwerb mehr als das Tippen auf der Tastatur, so resümieren Sprachforscher der Universität Köln in einem vor 2 Wochen veröffentlichten Faktencheck, in dem sie die einschlägige Studienlage sichten. Die Bestseller-Autorin Cornelia Funke formuliert das so, Zitat, eine fließende Handschrift bringt die Gedanken zum Fliegen. Zitat Ende. Und mit der Siegener Erklärung zur Schrift in der Schule haben 4 Experten im Mai dieses Jahres eine regelrechte Anklageschrift an die deutsche Bildungspolitik veröffentlicht. Die in vielen Schulen übliche Praxis, den Kindern zunächst mit der Grundschrift die Druckbuchstaben beizubringen und sie erst später eine verbundene Schreibschrift lernen zu lassen, bedeutet doppelten Aufwand und verhindere das einfache Erlernen einer flüssigen Handschrift. Außerdem sei die in den meisten Bundesländern gelernte vereinfachte Ausgangsschrift nur scheinbar vereinfacht. In Wahrheit erschwere sie das flüssige Schreiben und sei einer der Gründe für das schwache Schriftbild vieler Schüler. Als denkbar schlechteste Variante aller verfügbaren Schriften gehöre diese vereinfachte Ausgangsschrift geradezu verboten. Das sagen also Wissenschaftler, nicht die AfD. Die Hauptschwierigkeit der vereinfachten Ausgangsschrift bestehe nämlich darin, dass alle Kleinbuchstaben an der Mittellinie beginnen und dort wieder enden, häufig mit einem kurzen Stopp. Die Schrift ist somit an einer Hilfslinie orientiert,
die es nur in Grundschulheften gibt, entfällt diese Linie mit der einfachen Lineatur. So fehlt vielen Schriften der Halt und die Anschlüsse verreißen. Damit wird erklärbar, warum fehlender Schreibfluss und zunehmende Entgleisungen für viele Kinder erst beim beschleunigten Schreiben in der weitführenden Schule zum Problem werden. Die Erkenntnisse der Fachleute sollte der Landtag von NRW nicht ignorieren. Ich hoffe, wir können dann im Schulausschuss einen tatsächlich sachlich notwendigen Beschluss fassen, der jenseits politischer Differenzen die Qualität des Lernens erhöht. Vielen Dank.